Servus, grüß dich und hallo zum nächsten Video in so kurzer Zeit. Das hätte man gar nicht geglaubt, dass wir innerhalb von ein paar Tagen jetzt quasi zweimal was hochladen. Grüß dich, Roland. Grüß euch, servus. Ja, im letzten Video ist es quasi um den Niedergang vom Produkt gegangen und quasi einer sehr guten Alternative, die wir euch gezeigt haben, Merchrex. Also wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, können wir euch Merchrex auf jeden Fall empfehlen. Ladet euch die Extension mal runter und probiert es aus. Für uns, von unserer Seite her, gibt es da zwei Daumen nach oben. Das hat das meiste Potenzial derzeit für uns, muss man immer dazu sagen, was da jetzt dann quasi in Zukunft kommt in dem Thema. Um was soll es heute gehen? Und zwar möchte ich anknüpfen zu meinem Einzelvideo, das ich vor 2 Monaten hochgeladen habe, da zum Thema KDP. Möchte ein bisschen weiter erzählen, was sich da getan hat. In dem letzten Video ist es quasi darum gegangen, dass ich meinen Account zurückbekommen habe, auch meine ausstehenden Tantiemen vom letzten Jahr ausbezahlt bekommen habe und dass jetzt da quasi ein neuer Start für mich oder ein neuer Anfang bei KDP für mich gestartet hat. Auch natürlich Glückwunsch an die, die mir geschrieben haben, dass sie auch ihren Account zurückbekommen haben, nachdem sie nach dem Schauen des Videos quasi dann auch probiert haben, den zurückzubekommen, hat es auch den einen oder anderen gegeben. Der eine oder andere hat es noch nicht bekommen. Das tut mir leid. Einfach weiter probieren. Wer weiß, jederzeit kann es soweit sein. Was war das Nächste, was ich gemacht habe? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es im letzten Video angesprochen habe, habe ich ja gesagt, dass sobald quasi bei mir die Tantiemen angekommen sind, werde ich einen neuen Account eröffnen, weil ich bei dem alten Account nichts mehr hochladen möchte, weil der einfach für mich verflucht ist. Da ist mir die Gefahr zu groß und ich habe gesagt, ich möchte, dass der von Amazon gelöscht wird. Das habe ich auch Amazon dann mitgeteilt. Ich habe quasi einen neuen Account eröffnet. Das darf man ja, solange man quasi einen Account hat. Man darf es nur nicht, wenn man keinen Account mehr hat. Wenn der terminiert wurde, dann darfst du keinen weiteren aufmachen. Solange ist du, das de facto so? Ist das? Es ist de facto so, ja. Und dann habe ich eben Amazon geschrieben, so, hey, ich habe jetzt einen neuen Account aufgemacht, bitte den alten mit dieser ID, habe ich extra die ID dazu geschrieben, löschen. Okay, passt, ja, machen wir. Dann, der Account ist da, ist da, ist da. Dann kriege ich irgendwann eine Nachricht, tut uns leid, wir haben da irgendwie Probleme, wir haben den noch nicht gelöscht, dauert noch ein bisschen. Und das hat sich über Wochen gezogen. Ich habe im Wochenrhythmus habe ich immer wieder genau dieselbe E-Mail bekommen. Und dann habe ich auch einmal mit dir telefoniert und habe dir das erzählt. Und du hast dann gesagt, boah, glaubst nicht, dass da irgendwas einmal, dass da irgendwie was schieflaufen könnte? Und ich habe gesagt, na wieso, ich habe ihnen die ID gesagt, eigentlich dürfte da nichts schieflaufen. Ja. Aber deine Wortmeldung hat mich dann natürlich zum Nachdenken gebracht und habe mir gedacht, du kennst Amazon. Die tun da jetzt schon seit Wochen herum. Wenn jetzt irgendein Praktikant am Ende dann sagt, hey, wisst ihr was, wir löschen jetzt einfach alle Accounts mit der E-Mail, nicht jetzt die ID, sondern einfach die E-Mail quasi löschen wir raus. Und auf Wiedersehen Merch-Account. Auf Wiedersehen Merch-Account, auf Wiedersehen mein Shopping, privater Shopping-Account quasi, es hängt ja alles zusammen. Und dann haben wir gedacht, okay, schreibst ihnen, stoppen, machen wir jetzt gar nicht. Ja. Das haben sie im ersten, da haben sie mir zurückgeschrieben, na, wir schaffen das schon, kein Problem. Ja. Dann habe ich geschrieben, nein, ich möchte nicht mehr, dass ihr das löscht. Und habe ihnen dann auch reingeschrieben, weil jetzt, wo ihr schon so lange quasi da herumprobiert, habe ich Angst, dass ihr dann irgendwie mehr kaputt macht am Ende, als mir lieb ist. Und dann haben sie mir eh zurückgeschrieben, ja passt. Und der Account ist dann seitdem nicht gelöscht worden. Was ich aber gemacht habe, ich habe alle meine 69.000 Bücher, die ich auf dem Account gehabt habe, habe ich archiviert. Das war eine Arbeit auf wie viele Stunden dann? Stunden, das waren Wochen. 69.000 Mal archivieren.
Ja, aber du kannst du Gruppen archivieren oder ist das wirklich jedes einzeln. Produkt? Jedes einzelne Produkt. Ja. 69. Ich habe mir dann quasi so einen Makro-Rekorder runtergeladen und habe mit dem dann quasi, ja, was der den Mauszeiger, die Bewegung und das Klicken eingespeichert und dann habe ich den halt jeden Tag, weiß ich nicht, weil du kannst ja dann den Computer nicht verwenden. Habe dann jeden Tag, wenn ich was in einem Fitnessstudio war, wenn ich einkaufen war, wenn ich irgendwie im Wohnzimmer Fernsehen, also Netflix geschaut habe oder sonst irgendwas, habe ich den immer nebenbei laufen lassen und das hat jetzt sicher 4-5 Wochen gedauert. 4 Wochen auf jeden Fall. Ja. Naja, Altlasten. Mir war es wichtig, dass er zumindest jetzt komplett leer ist. Und weil selbst wenn dann jetzt wieder irgendwas sein könnte, kann ich sagen, hey, hallo, seit Anfang, Mitte September war auf dem Account nichts mehr. Weißt du, also sie können nur mehr sagen, ja, das ist noch Bücher von früher, sage ich, aber das ist archiviert. Da ist nichts live, da ist gar nichts, habe ich dort. Ja, das wirst du dann wieder 2 Jahren mit einem Bot kommunizieren, dass da nichts oben war. Ja, so ungefähr. Ja, es ist schwierig, eine schwierige Thematik. Ja. Jedenfalls, neuer Account, neues Glück. Und ich habe wirklich, also ich war so dermaßen motiviert. Also ich habe wann habe ich das erste Buch hochgeladen? Ich glaube am 27. Juli oder irgendwie so, müsst ihr jetzt einmal schauen. Ich glaube, dass das am 27. Juli war, circa. Da habe ich das erste Buch hochgeladen. Ja, 27. Juli. Und seitdem Vollgas. Also 100% KDP. Nur. Ja. Und es hat natürlich auch wieder schnellstmöglich halbwegs funktioniert. Ich habe im August sofort, also quasi, ich habe Ende Juli das erste Buch hochgeladen und ich habe im August gleich mal knappe 500 Euro Tantiemen gemacht. Habe natürlich auch dementsprechend Werbung schalten müssen, aber das Positive, ich war im Gewinnbereich. Das heißt, ich habe knappe 100 Euro Gewinn gemacht. Ja, also war nicht so, dass das erste Monat in der Launchphase. Hey, richtig geil. Passt gut, ja. Und jetzt im zweiten Monat im September wird es schon das Doppelte sein. Ja. Wird schon über 1000. Doppelte Gewinn oder doppelte an Tantiemen? Mehr als doppelte an Tantiemen und mehr als doppelte an Gewinn wird es werden. Ja. Aber das heißt, Werbung wurde dann noch nicht optimiert, weil normalerweise kostet ja Werbung in der Launchphase viel mehr. Du unterschätzt jetzt irgendetwas. Ich habe natürlich jetzt mehrere Bücher hochgeladen und wenn du natürlich ständig neue Bücher wieder launchst, bist du ja wieder in der Launchphase. In der Launchphase. Das heißt, die einen gehen runter, die anderen gehen aber sind in der Launchphase. Und genau, also du kommst gar nicht so schnell auf gleich. Ja. Würde ich ab jetzt nichts mehr hochladen, würde sich das nächsten Monat natürlich ändern. Ja. Ja. Aber für mich ist jetzt wichtig, so viel wie möglich für Q4 dann online zu haben und auch schon platziert zu haben. Es ist ein guter Zeitpunkt noch bis Q4 dann wirklich durchstartet, um gut zu positioniert zu sein. Ja, und was mich natürlich am allermeisten freut, ist nicht nur dass quasi KDP jetzt wieder anfängt zu funktionieren und dass es mir natürlich wahnsinnig Spaß macht, sondern auch, dass meine Bücher auf externen Plattformen funktionieren. Ich lade nämlich auch noch meine Bücher bei Tradition hoch, ja, und dass dort plötzlich auch sich die Einnahmen vervier-fünffacht haben. Ja, also im Juli habe ich bei Tradition noch 50 Euro bekommen. Das waren noch so quasi Altlasten von den letzten Büchern, die ich letztes Jahr mal hochgeladen habe. Und im August waren es dann sofort über 200. Das habe ich noch nie bei Tradition bekommen. Ja, ja, und Tradition ist keine Marketingkosten. Das heißt, das wandert direkt in deine Tasche. Und genau. Insofern auch in Q4 zieht es nochmals an. Das heißt, das wird passen, da wirst du glücklich werden. Falls ihr eure Bücher noch nicht extern irgendwo hochgeladen habt, ich packe euch den Link unten rein für Tradition, dann könnt ihr euch da einmal anmelden. Und wenn da jetzt mehrere Leute sagen, hey, zeig einmal, wie das dort funktioniert, dann eventuell mache ich mal ein Video dazu. Wenn ich Lust habe, sage ich ganz ehrlich. Vielleicht ganz kurz, Tradition ist einfach dann nur ein,
ein Anbieter, der die Bücher in den verschiedensten Plattformen verteilt. Das heißt unter genau. anderem dann auch auf Amazon, auf Thalia, die verschiedensten Anbieter einfach. Genau, und so wie Book on Demand oder wie das heißt oder so, gibt es genau. mehrere Plattformen. Und wo ich noch, Tradition hatte jetzt nur quasi in Deutschland. Und dann, ich habe meine Bücher dann auch auf Englisch übersetzt und wollte die natürlich auch hochladen und habe das bei Draft to Digital hochgeladen. Die habe ich noch gekannt quasi vom letzten Jahr, weil dort habe ich quasi mein Buch vom letzten Jahr damals dort hochgeladen auf Englisch. Und da rennt das auf einmal auch an. Das ist so arg. Ich habe jetzt in dem Monat, habe ich jetzt schon mehr damit verdient als mit den anderen Büchern im ganzen Jahr. Das war, da sind wir jetzt noch im zweistelligen Bereich, aber trotzdem, einfach nur, dass das, also es nimmt jetzt irgendwie alles Fahrt auf und ich hoffe halt, dass das dann so bleibt und dass jetzt wirklich, je mehr ich im Bereich KDP mache, desto besser, dass das Ganze funktioniert. Und das macht halt richtig Freude. Ja, weil man einfach, wie viele T-Shirts hätte ich jetzt hochladen müssen, dass ich nur ansatzweise diese 100, 200, 300, 400 Euro mehr nach so kurzer Zeit. Das ist der wesentliche Unterschied einfach zum T-Shirt-Bereich. T-Shirt ist Numbers Game, das heißt diese Skalierungen, die früher wirklich super funktioniert haben. Ja. Bei KDP ist es halt wirklich, du kannst dann, gerade wenn du ein Projekt hast, das läuft, das kannst du massiv skalieren. Besser als jedes T-Shirt einfach, weil ja. T-Shirts werden schneller kopiert wie Bücher. Und ja, genau. Das Positive dabei ist nämlich das, also du wirst zwar jetzt mittlerweile schneller kopiert als noch vor ein, zwei Jahren durch KI, ist ja klar, aber trotz allem ist es noch immer mehr Aufwand als jetzt bei den T-Shirts, weil bei den T-Shirts, du ladest etwas hoch und sagen wir mal, du hast irgendwie Glück gehabt, dass sich das noch einen halben Tag verkauft hat oder noch 24 Stunden, dann kannst du dir sicher sein, wenn du dann in den nächsten 24 Stunden reinschaust, dass du 100, 200, 300, 400, 500 Kopien hast, eins zu eins. Die haben einfach dein Design runtergeladen und geben das günstiger. Wenn jetzt jemand dein Buch sieht und das wird er vermutlich erst, der wird sich nicht die Arbeit machen, nur weil du es hochgeladen hast, sondern er wird sich die Arbeit machen, weil er sieht, ah, okay, da hat ein Buch wieder mal den BSR 10.000 geknackt oder sonst irgendwas, da machen wir jetzt auch was dazu. Das heißt, du bist schon einmal sicher mal mindestens ein, zwei Wochen schon online. Dann kommt derjenige und sagt, so, jetzt kopiere ich das. Und selbst wenn er jetzt meint, ich mache jetzt das Thema mit KI, braucht er dann mindestens einmal ein, zwei Tage dafür. Wenn er gut ist und wenn er weiß, was er tut. Ja? Und dann ist das Buch aber sicher nicht auf deinem Niveau und das weiß man ja nicht, weil er wird es ja nicht kaufen, sondern er wird nur irgendwie schauen, okay, so was für ein Thema ist das. Und ja, dann hast du vielleicht einen Konkurrenten, zwei oder drei in den ersten paar Wochen, aber nicht jetzt noch 24 Stunden, dass du 200 Konkurrenten hast. Ja, das heißt, du wirst sogar diese paar Konkurrenten verschmerzen können. Und da wird sich dann mit der Zeit rauskristallisieren, welches Buch quasi besser ist. Genau, das ist ja der wesentliche Unterschied. Ja. Wenn du gute Produkte hochlädst und dich jemand angreifen will, dann musst du einfach nochmal um so viel besser sein mit dem Produkt. Sonst wird er sich auf langfristige Zeit jetzt nicht durchsetzen. Ja. Das ist das Schöne. Das ist bei einem T-Shirt, ja, drucke ich einfach dieselbe Katze oder was auch immer irgendwie drauf. Und ja, du hast kein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Und mit guten Büchern, da wird man wirklich schwer vom Markt verdrängt, wenn man dann auch weiß, was man tut mit Werbung schalten und so weiter. Also natürlich ist es nicht nur hochladen und fertig, sondern da sind schon einige Steps noch notwendig. Ja, na, aber ich kann auf jeden Fall sagen, also es macht wahnsinnig Spaß. Ich bin so on fire, mittlerweile schon ein bisschen ausgelaugt, aber ich war gerade die ersten drei Wochen, also da ist wirklich von früh bis spät nur um das Thema gegangen. Naja,
Sehr cool. Es war richtig, weil ich mir einfach gedacht habe, hey, du hast jetzt die Chance bekommen, wieder mit KDP durchzustarten. Das war das, dem habe ich ja jetzt das ganze Jahr oder über ein Jahr quasi nachgetrauert. Und ich habe doch nie, obwohl ich über dich veröffentlichen konnte, ich hab einfach nie die Motivation so hundertprozentig aufgebracht. Was ja, verständlich ist. Was... Obwohl die Bücher auch sogar Bestseller wurden. Aber trotzdem war es immer dann dieses, es war nicht nur dein Projekt irgendwie wahrscheinlich, oder? Ja. Das dann irgendwie, ja. Eben, ja. Das ist jetzt schon, ja, verwenden tue ich natürlich auch wieder das Tool von vom Eerie, der was eh schon einmal bei uns im Podcast war, das KDP Champ, heißt jetzt Publisher Champ. Ich bin einfach ein absoluter Fan von dem Tool. Das hat mir damals schon total getaugt. Das verwende ich jetzt. Aber das ist nicht Publisher Rocket, oder? Nein, Publisher Rocket ist was anderes. Publisher Champ. Vorher hat es ja KDP Champ geheißen, jetzt heißt es Publisher Champ, weil sie jetzt auch ein paar andere Plattformen mit integriert haben, wo du deine Daten quasi reinziehen kannst. Aber ist eher für den amerikanischen Raum interessanter. Aber ich finde es halt cool, also deren Handy-App ist ein Traum. Und die Desktop-App finde ich sowieso, also die Extension finde ich sowieso ein Wahnsinn. Ja, und da hat sich einiges getan. Das verwende ich dann natürlich auch wieder. Und da macht es für mich wieder Spaß. Da habe ich sogar das Kaching drinnen. Das habe ich ja beim Merge schon seit Jahren nicht mehr gehabt. Ja. Aber da habe ich das Kaching noch drin, zumindest bei der Handy-App. Und da freue ich mich dann schon momentan noch. Ja, es ist witzigerweise eben, man freut sich dann über so Kleinigkeiten. Sei es, bei mir ist es jetzt aufgefallen, diese Woche mit den Tumblers, wie sie online gegangen sind. Ich habe es reingestellt, meine Top 50 Products, und dann verkaufst du einen Tumblr und du freust dich. Denkst dir, hey, cool. Ist eigentlich genau dasselbe wie ein T-Shirt. Ja? Im Endeffekt bringt es nicht mehr Geld, aber man freut sich dann, super, es funktioniert auch auf diesem Produkt. Na, bei mir ist das Problem, schwenkt man halt um dann zum Thema Tumblr. Also um KDP nochmal abzuschließen, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Aber ich habe jetzt natürlich noch nichts ausbezahlt bekommen von KDP, das muss man auch dazu sagen. Also ich habe eigentlich noch ich habe eigentlich noch kein Geld damit verdient. Ja. Nur Kosten. Nur Kosten, genauso wie es letztes Jahr war, bevor er dann mein Account weg war. Also da hatte ich auch nur Kosten, obwohl es schon so gut angelaufen ist. Gut, Thema Tumblr. Wir haben sie beide schon, wir haben beide auch schon Tumblr verkauft. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war immer einer derjenigen, wenn er ein neues Produkt bekommen hat, hat er innerhalb von den ersten paar Tagen sofort eines dieser neuen Produkte verkauft. Es war bei mir immer so, ich war immer eigentlich einer der ersten von uns, der dann gleich einmal ein neues Produkt verkauft hat. Was aber bei mir aber dann der Unterschied ist, bei mir laufen dann die Produkte nie an und ich verkaufe dann im Nachhinein nichts mehr. Also für mich sind die Tumblr nice to have, aber ich werde mich nicht darum kümmern. Bei Tassen wäre es was anderes gewesen, hätte ich mich vielleicht wahrscheinlich mehr dahinter geklemmt, weil ich gewusst hätte, die Tassen kommen irgendwann einmal nach Europa auch. Tumblr sind halt bei uns nicht so das Thema. Das ist in Amerika ein großes Ding und ich glaube sogar, kann man jetzt täuschen, eher für Frauen. Also ich glaube, dass jetzt Tumblr nicht so das Männerding sind in Amerika, sondern eher, dass das für Frauen ist. Mein Design ist eher männerlastig, das sich verkauft hat, das erste. Das ist egal. Es gibt ja Frauen, die dann einmal irgendwie Männer. Thematik als Geschenk oder. Ja, aber was man so immer in irgendwelchen Dokumentationen, Videos etc. sieht, haben eher Frauen Tumblr in der Hand. Vielleicht schämen sie die Männer und die haben das dann eher in der Tasche oder im Truck oder sonst irgendwo drinnen stehen. Aber ich glaube, dass man da eher mehr damit verdienen kann, wenn man sich auf Frauen fokussiert. Ja, zum Thema Tumblr, du bist Lazy Merch Verfechter. Gibt es dort schon die Möglichkeit, die hochzuladen? Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar nicht nachgesehen, weil ich ja jetzt nichts beim Merch hochgeladen habe. Habe ich jetzt den Lazy Merch auch nicht aufgemacht. Weil beim Ninja geht es definitiv noch nicht. Und stört mich eigentlich ein bisschen, weil das wäre jetzt das Momentum, das man mitnehmen könnte, wo man eben super hochskalieren könnte, weil es eben noch keiner so richtig tut.
Manuell habe ich keine Lust dazu. Was mich anfuckt, ist das, dass eben der Produkt nicht funktioniert. Aber das Thema hat sich ja für mich erledigt, aber dass der Produkt nicht funktioniert. Weil eigentlich war ja immer so der Ablauf, neues Produkt, der Timo macht ein Update, mit dem Autopiloten dann quasi rausfiltern, die Top, weiß ich nicht, 500, 1000 oder sonst irgendwas und das dann durchlaufen lassen und einschalten. Stimmt, mit dem Autopilot, ja. An das habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Ja, doch, das hat so funktioniert. Ja. Glaube ich schon. Oder hat man es dann nur Preise umstellen können? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Preise ganz sicher, aber ich glaube Produkte auch. Das war, glaube ich, schon eben dieser Punkt, dass man... gute Frage jetzt. Ich glaube sogar, dass wir da mal ein Video dazu gemacht haben, dass da der Tobi extra mal ein Video gemacht hat, schnell neue Produkte. Warte mal, da muss ich jetzt aber schauen. Talk on Demand Produkte. Warte mal, schauen wir mal kurz. Naja, irgendwas war da mal, ja, stimmt. Da war irgendwas. Produkte Quickie, schnelles Veröffentlichen mittels Produkte Drafts. Draft, aber das ist dann nicht das. Aber man kann es vielleicht, aber irgendwas war da. Schnelles, irgendwas hat da der Tobi mal gemacht, glaube ich. Ja, ist ja egal. Aber ich glaube schon, dass das so funktioniert hat. Wenn man jetzt nicht alles täuscht. Ja. Bestseller löschen. Produkt. Ja, wie auch immer. Egal. Verwenden wir sowieso nicht mehr. Von dem her würde es jetzt auch nichts ändern. Ja. Aber ja, ich verstehe es nicht, warum die Tassen einfach nicht kommen. Seit Jahren warte ich auf die Tassen. Jeder wahrscheinlich. Weil das einfach das perfekte Geschenk ist und wenn man das wirklich super, die Sales würden so anziehen. Ja. Das passiert nicht. Da passiert irgendwie, im Backend war ja dann einmal so ein Lauf-T-Shirt oder sowas, was jetzt keiner so richtig braucht. Bringt's doch die Tassen raus. Ich verstehe es echt nicht. Ja, es ist auch egal, was der für mich ist. Halt jetzt, ja, ich bin halt jetzt KDP-Fan wieder. Ja, aber geworden. Trotzdem, die Tassen würden wirklich was ausmachen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das sicher. ich sehe halt, für mich war es halt wichtig, wieder irgendwas zu haben, wo ich weiß, okay, wo kann ich innerhalb weniger Monate quasi irgendwie dreistellig mehr verdienen, auf jeden Fall. Also Gewinn jetzt. Ja. Und da ist halt, finde ich, KDP das Nonplusultra. Also es gibt nichts anderes, wo du das schaffst, weil wenn du beim Merch jetzt anfängst, wie willst du dreistellig werden innerhalb von ein paar Monaten? Wenn du das kennen wir nur nicht. Also da gibt es genug Geschäftsmodelle, wo man auch vier-, fünfstellig werden kann in dieser Zeit sogar. Jetzt, also davon bin ich überzeugt. Aber nur aber natürlich in dem Geldeinsatz. Das ist der Punkt. Und weniges Risiko, weil du setzt deine Zeit ein und vielleicht noch, je nachdem, ob du jetzt Cover selber designst, ob du das Skript selber machst und so weiter. Aber im Endeffekt brauchst du ChatGPT und Midjourney vielleicht noch oder DALL-E 3 oder was auch immer. Aber es oder irgendein Ghostwriter auch. Also das ja, genau, es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, ja. Aber von dem her, ja, natürlich, ein super Geschäftsmodell. Da sind wir uns absolut einig und ich mache es ja schon seit mehreren Jahren und du weißt einfach, was möglich ist. Das ist dein Vorteil noch. Du sagst es mir zwar immer, aber solange man es nicht selbst mitbekommen hat. Es ist witzigerweise eben auch im Coaching immer wieder den Personen, wenn du es ihnen sagst, es klingt dann teilweise einfach zu schön. Und wenn es aber dann funktioniert, ist es, ja, ist cool, einfach. Ja, leider habe ich es halt letztes Jahr. Das wird bei dir auch sein. Nein, ich hätte es ja letztes Jahr, ich weiß ja noch, wie ich da angefangen habe, Content-Bücher zu machen, war ja auch so quasi Feuer und Flamme für das Ganze und habe auch schon gedacht, boah,
da machst du noch bis Ende des Jahres, machst du nur 15 Bücher und dann wird es knallen im Q4. Ja, und dann ist halt nichts draus geworden. Das heißt, das wird dann quasi das erste KDP Q4 für mich werden. Und deswegen, weil ich eben im Hinterkopf habe, es kann viel möglich sein, investiere ich da jetzt auch wieder so viel Zeit und so viel Energie und hoffe, dass sich das halt dann irgendwie auszahlen wird, was ich auch glaube. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass ich da jetzt 10.000, 20.000 Euro damit mache, aber zumindest einmal, ja, man weiß es nicht, aber zumindest mal einen großen Batzen wieder zusätzlich zu dem Merch-Ding, ja. Weil ich glaube, dass ich dieses Jahr, durch das, dass ich nicht wirklich hochgeladen, ich habe eigentlich dieses Jahr so gut wie gar nichts hochgeladen, ich werde nicht mehr machen als letztes Jahr. Eher sogar weniger. Und ich werde wahrscheinlich dieses Jahr eher sogar die Werbung zurückschrauben, weil ich gar nicht bereit bin, da wieder so viel Einsatz zu geben. Also so extrem bei mir viel. Ist im Vergleich zum letzten Jahr von den Sales her weniger, weil ich die Werbung massiv reduziert habe. Einfach auch aus Zeit, der Zeitfaktor. Ich kann nicht die Werbungen in KDP immer optimieren und dann Merch auch noch und neue Bücher launchen und so weiter. Aber unterm Strich, es sind wirklich um einige Sales weniger, aber was übrig bleibt, ist mehr. Witzigerweise einfach, weil ich die Werbung so ineffizient geschaltet habe, teilweise auch. Und weil es wurscht war. Den Lottery Campaign, genau, weil es egal war. Du hast gedacht, ich hab eher Plus gemacht, du denkst, bei GDP läuft es ja auch super, aber wenn du mal in einer Situation bist, so wie es bei mir war, wo du dann wirklich einmal eher auf jeden Euro schauen musst, dann tut dir das natürlich weh, wenn du sag jetzt mal, umsonst nur 20, 30 Euro jetzt irgendwie rausgeballert hast. Du denkst dir, ja, ist ja egal, wird schon wieder anlaufen, die Werbung. Aber das war natürlich dann bei mir immer ein Problem. Und deswegen habe ich ja vorher gesagt, freut es mich auch so, dass meine Bücher auf externen Plattformen auch quasi performen, weil ich ja damit die Werbung für KDP subventioniere und mir da dann weniger Gedanken machen muss. Absolut. Das ist also Punkt. Länger in den Philippinen und jetzt war kurz, hast du irgendwie Internetproblem? Musst du mal sagen, irgendwas mit Philippinen, was? Genau, ich war im Sommer auf den Philippinen und habe relativ wenig in meinen Ad-Account reingesehen, um ehrlich zu sein. Die habe ich ja dann erzählt und plötzlich hat sich irgendein T-Shirt, das ich vor Jahren beworben habe in einer Lottery-Campaign, verselbstständigt und hat mir in diesen 5 Wochen, wo ich nicht wirklich kontrolliert habe, wie viel Werbekosten ich habe, hat es mir knapp 900 Euro gefressen und einen Sale gemacht. Aber hast du nachgesehen, auf was für ein Keyword dass das oder was da schuld war oder welches Produkt? Ich habe es sowas von einfach abgeschaltet und nie wieder reingegangen in das Ding. Okay. Es war einfach... Ich musste einfach wieder selber über mich lachen, weil das ja vor 2 Jahren auch schon mal passiert ist, wie ich länger in Mexiko war. Da war es nicht ganz so schlimm. Da war es mit einem Buch und war auch um die 400, 500 Euro. Und jetzt wieder. Aber passiert. Ja, aber schau, da ist ja das Positive, dass ja, sag ich mal, bei dir unterm Strich jetzt finanziell jetzt dir nicht irgendwie das Genick bricht, aber anderen kann genauso etwas wirklich das Genick brechen. Wenn du jetzt plötzlich 900 Euro und du hast nicht einmal was davon, weil ein Sale ist gar nichts. Ja? Wenn du jetzt sagst, okay, es hat 900 Euro gefressen, aber zumindest habe ich das 50 Mal verkauft, dann kannst du sagen, okay, es passt, aber so ist es, tut es halt richtig. So war es wirklich absolut umsonst. Ja? Ich bin mir überzeugt davon, dass organisch auch nichts passiert ist. Das könnte ich nur nachschauen, ob da vielleicht jetzt mit organisch ein zweiter Sale. Mit Merchrex kannst du das jetzt wieder nachschauen. Ja, genau. Das werde ich sogar machen, Interesse halber. Ja, es ist ein Wahnsinn. Gut, was wir noch vielleicht kurz besprechen, sagen wir schon wieder eine halbe Stunde, ist halt für alle, die sich jetzt wieder denken, September, bla bla bla, es ist wie jedes Jahr dasselbe. Der September ist halt immer der Monat, der dann runtergeht. Das Einzige, bei denen es vielleicht jetzt schon wieder anläuft, sind diejenigen, die halt stark in Halloween drinnen sind. Genau. Da wird es jetzt wieder anlaufen, aber alle anderen, die wirst jetzt einen
Slow Temper haben, wie du das heute schön Slow genannt Temper. Hast. Ja, wirst du, das ist ganz normal und es wird dann schön langsam im Oktober wieder anlaufen. Jetzt kommt dann auch wieder die dunklere Jahreszeit. Die Leute machen sich schon auf Weihnachtseinkäufe und ja, und im November läuft es dann sowieso. Aber ich glaube, so richtig anlaufen wird es dann wieder erst Mitte November, so wie es jedes Jahr ist. Ja, genau. Vor allem jetzt ist aber trotzdem einfach die coole Sache, die Hoodies laufen wieder an. Man merkt es, also ich verkaufe jetzt jeden Tag einige Hoodies und Hoodies haben coole Royalties. Also Hoodies bringen... Leider nicht mehr so coole wie... Ja, am US-Marktplatz schon, oder? Nein, auch nicht mehr. Du kannst am US-Marktplatz auch nur bis, glaube ich, 36,99 oder irgendwie so. Okay, bei mir ist... Ich hatte nämlich letztes Jahr einen Hoodie mit 38,99, der ist saumäßig gut gelaufen. Dann haben sie das, die Royalties quasi gekürzt und dann ist alles zusammengebrochen. Quasi. Dann war die Werbung nicht mehr profitabel. Ja, aber ich glaube, bei 35 Euro oder 36 bekommst du trotzdem auch 7, 8 Euro. Ja, aber es macht einen Unterschied, ob du jetzt $10 kriegst oder ob du das nur $8 kriegst. Ja, also auf die Menge nachher gerechnet. Aber ja, das stimmt, die Hoodies fangen jetzt wieder an und wenn jemand irgendwie einen Hoodie gehabt hat, der letztes Jahr ein Seller war, ich würde da jetzt mit der Werbung schon einmal, die würde ich jetzt schon wieder mal einschalten dafür, dass sich das, dass das wieder anläuft. Gut. Genau. Dann würde ich sagen, dann war es das wieder für dieses Mal. Wir wünschen euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video in 6 Monaten. Nach Weihnachten. Da vermutlich wird sie im Herbst sicher eher wieder was tun. Definitiv. Also, und da werden wir uns dann wieder zusammensitzen. Vielleicht war das jetzt der Weckruf, die Tassen. Ich bin noch immer, ich glaube daran, Siege. Ja, dieses Jahr nicht mehr. Dieses Jahr nicht mehr. Okay, also dann schön, wird euch. Alles Gute, ciao. Ja.